Almanca, başlangıç seviyesi 25. Lütfen üye olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Vergessen Sie nicht, das Video zu abonnieren. Dün gökyüzünde çok büyük, beyaz bulutlar vardı. Gestern waren viele große weiße Wolken am Himmel. Gestern waren viele große weiße Wolken am Himmel. Kışın hava soğuk ve kuru. Die Luft ist im Winter kalt und trocken. Die Luft ist im Winter kalt und trocken. Uçak dün gece korkunç bir şimşek fırtınasından geçti. Das Flugzeug hat letzte Nacht einen schrecklichen Gewitter erlebt. Das Flugzeug hat letzte Nacht einen schrecklichen Gewitter erlebt. Şimşek yıldırımdan kısa bir süre sonra gelir. Donner kommt nur kurze Zeit nach dem Blitz. Donner kommt nur kurze Zeit nach dem Blitz. Otelimiz buradan sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde. Unser Hotel ist nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Unser Hotel ist nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Öğle yemeğinden sonra uyuyabilirsin, ama şimdi değil. Sie können nach dem Mittagessen schlafen gehen, aber nicht jetzt. Sie können nach dem Mittagessen schlafen gehen, aber nicht jetzt. O harika bir adama aşık. Sie liebt einen wunderbaren Mann. Sie liebt einen wunderbaren Mann. Ay'a bakmak için bahçeye gittiler. Sie gingen in den Garten, um sich den Mond anzusehen. Sie gingen in den Garten, um sich den Mond anzusehen. Güneşin bizden ne kadar uzak olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Sie hat keine Ahnung, wie weit die Sonne von uns entfernt ist. Sie hat keine Ahnung, wie weit die Sonne von uns entfernt ist. Havaalanında ne zaman olmalısın? Um wie viel Uhr müssen Sie am Flughafen sein? Um wie viel Uhr müssen Sie am Flughafen sein? Tren istasyonuna seninle kim gitti? Wer ist mit dir zum Bahnhof gegangen? Wer ist mit dir zum Bahnhof gegangen? Bir saniye çok kısa bir zamandır. Eine Sekunde ist eine sehr kurze Zeit. Eine Sekunde ist eine sehr kurze Zeit. Bir dakikada 60 saniye vardır. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden. Bir saatte 60 dakika vardır.
Eine Stunde hat 60 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten. New York'ta taksiler ucuz değil. Taxis in New York sind nicht billig. Taxis in New York sind nicht billig. Bu parlak ışıklar buradan ne kadar uzakta? Wie weit sind diese hellen Lichter von hier entfernt? Wie weit sind diese hellen Lichter von hier entfernt? Çiftlik işi ağır iştir. Landwirtschaftliche Arbeit ist schwere Arbeit. Landwirtschaftliche Arbeit ist schwere Arbeit. Yatmadan 2 saat önce hafif bir yemek yedim. Ich hatte 2 Stunden vor dem Zubettgehen eine leichte Mahlzeit. Ich hatte 2 Stunden vor dem Zubettgehen eine leichte Mahlzeit. Bugün işte çok mu meşguldün? Warst du heute sehr beschäftigt? Warst du heute sehr beschäftigt? Her gün yağmurdan bıktım. Ich bin jeden Tag müde vom Regen. Ich bin jeden Tag müde vom Regen. O oğlu için endişeleniyor çünkü bir saat gecikti. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn, weil er eine Stunde zu spät kommt. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn, weil er eine Stunde zu spät kommt. Bana kızmamalı. Er sollte mir nicht böse sein. Er sollte mir nicht böse sein. Dersten sonra her zaman evine döner. Er geht nach dem Unterricht immer in seine Wohnung zurück. Er geht nach dem Unterricht immer in seine Wohnung zurück. Adam ne zaman karakola gitti? Wann ist der Mann in die Polizeistation gegangen? Wann ist der Mann in die Polizeistation gegangen? Evimize çok sık geliyorlar. Sie kommen sehr oft zu uns nach Hause. Sie kommen sehr oft zu uns nach Hause. Günün sonunda çoğu insan yorgun, ancak Peter değil. Die meisten Menschen sind am Ende des Tages müde, aber nicht Peter. Die meisten Menschen sind am Ende des Tages müde, aber nicht Peter. Bizimle gelirsen, iyi zaman geçireceğimize eminim. Lütfen. Ich bin sicher, dass wir eine gute Zeit haben werden, wenn Sie mit uns kommen. Bitte. Ich bin sicher, dass wir eine gute Zeit haben werden, wenn Sie mit uns kommen. Bitte. Gelecek yaz yine amcamın çiftliğine gidebilirim. Ich werde im nächsten Sommer vielleicht wieder auf die Farm meines Onkels gehen. Ich werde im nächsten Sommer vielleicht wieder auf die Farm meines Onkels gehen.
Oğlumu at üzerine koydum. Ich habe meinen Sohn aufs Pferd gesetzt. Ich habe meinen Sohn aufs Pferd gesetzt. Oğlumu atın üzerinden aldım. Ich nehme meinen Sohn vom Pferd. Ich nehme meinen Sohn vom Pferd. Avrupa'ya nasıl gideceksin? Wie wirst du nach Europa gehen? Wie wirst du nach Europa gehen? Columbus Amerika'ya nasıl geldi? Wie kam Columbus nach Amerika? Wie kam Columbus nach Amerika? Gemiyle geldi. Er kam mit dem Schiff. Er kam mit dem Schiff. Saat 8.00'de fabrikaya gittim. Sonra saat 6.00 gibi evime döndüm. Ich ging 8 Uhr in die Fabrik und ging dann gegen 6.00 zurück in mein Haus. Ich ging 8 Uhr in die Fabrik und ging dann gegen 6 Uhr zurück in mein Haus. Brasilien Eylül ayı sonlarında geldim ve Mayıs ayı başlarında geri dönmeliyim. Ich bin Ende September aus Brasilien gekommen und muss Anfang Mai wiederkommen. Ich bin Ende September aus Brasilien gekommen und muss Anfang Mai wiederkommen. Doktor hala hastanede, ancak yakında dönmesi gerekiyor. Der Arzt ist immer noch im Krankenhaus, aber er sollte bald zurück sein. Der Arzt ist immer noch im Krankenhaus. Aber er sollte bald zurück sein. Benim için tek önemli soru şudur. Ne zaman döneceksin aşkım? Die einzige wichtige Frage für mich ist, wann kommst du zurück, meine Liebe? Die einzige wichtige Frage für mich ist, wann kommst du zurück, meine Liebe? Bir miktar sütten sonra bebek sorunsuz bir şekilde uykuya daldı. Nach etwas Milch schlief das Baby problemlos wieder ein. Nach etwas Milch schlief das Baby problemlos wieder ein. Yüksek yerlerden korkuyorsanız, o zaman dağın tepesine çıkmamalısınız. Wenn Sie Angst vor Höhen haben, sollten Sie nicht auf den Berggipfel steigen. Wenn Sie Angst vor Höhen haben, sollten Sie nicht auf den Berggipfel steigen. Kalbinle bir problemin varsa doktora gitmelisin. Wenn Sie ein Herzproblem haben, sollten Sie zum Arzt gehen. Wenn Sie ein Herzproblem haben, sollten Sie zum Arzt gehen. Tek sorun para. Doktora gitmek için gerekli param yok. Das einzige Problem ist Geld. Ich habe nicht das nötige Geld, um zum Arzt zu gehen. Das einzige Problem ist Geld. Ich habe nicht das nötige Geld, um zum Arzt zu gehen. Eğer hava güzelse, gölün karşısına gemiyle gidebiliriz.
Bei schönem Wetter können wir mit dem Schiff über den See fahren. Bei schönem Wetter können wir mit dem Schiff über den See fahren. Şanslıyız. Sis olmayacak. Mükemmel hava. Wir sind glücklich. Es wird keinen Nebel geben. Es ist perfektes Wetter. Wir sind glücklich. Es wird keinen Nebel geben. Es ist perfektes Wetter. Hazırsan şimdi gitmeliyiz yoksa geç kalacağız. Wenn Sie bereit sind, müssen wir jetzt gehen oder wir kommen zu spät. Wenn Sie bereit sind, müssen wir jetzt gehen oder wir kommen zu spät. Çoğu insan hafta içi 8'den 5'e kadar iştedir. Die meisten Leute sind an Werktagen von 8 bis 5 Uhr am Werk. Die meisten Leute sind an Werktagen von 8 bis 5 Uhr am Werk. Çoğu erkek çocuk 10 yaşından önce bisiklet kullanır. Doğru mu? Die meisten Jungen haben Fahrräder, bevor sie 10 Jahre alt sind. Recht. Die meisten Jungen haben Fahrräder, bevor sie 10 Jahre alt sind. Recht. Çoğu kızın pembe elbisesi veya bluzu vardır. Haklı mıyım? Die meisten Mädchen haben ein rosafarbenes Kleid oder eine Bluse. Habe ich recht? Die meisten Mädchen haben ein rosafarbenes Kleid oder eine Bluse. Habe ich recht? Çoğu zaman aç, soğuk ve ıslaktık. Oraya bir daha asla gitmeyeceğim. Die meiste Zeit waren wir hungrig, kalt und nass. Ich werde nie wieder dorthin gehen. Die meiste Zeit waren wir hungrig, kalt und nass. Ich werde nie wieder dorthin gehen. Sisin çoğu öğleden önce kayboldu. Bu yüzden köpeğimizle yürüyüşe çıktık. Der größte Teil des Nebels verschwand vor Mittag, und wir gingen mit unserem Hund spazieren. Der größte Teil des Nebels verschwand vor Mittag, und wir gingen mit unserem Hund spazieren. John geçen haftanın çoğunda yataktaydı çünkü sırtında bir sorun vardı. John war die meiste letzte Woche im Bett, weil mit seinem Rücken etwas nicht stimmt. John war die meiste letzte Woche im Bett, weil mit seinem Rücken etwas nicht stimmt.